gesagt, du bist jetzt schon 10 Jahre Bestandteil der Fashion und Fete. Was bedeutet für dich persönlich jetzt diese Null? Ah, die Null. Null klingt immer so nach nichts, aber das ist natürlich schon toll. Die Kinder müssen jetzt älter werden miteinander. Vor 10 Jahren Zeindl hat das angefangen bei der Glasl und haben wir gesagt, ja, der Kind hat gesagt, er würde so gerne eine Modeschau machen. Und habe ich gesagt, du, wenn du jemanden brauchst, dir zu helfen, bin ich dabei. Und so hat es angefangen. Natürlich toll, 10 Jahre, viele Ehen halten nicht einmal so lange. Dass es jetzt das 10. Mal ist, da weiß man, dass man alt wird. Aber trotzdem, wenn man tolle Musik hört, dass man auch jung bleibt. Und die Mode ist halt auch nicht so nachhaltig, dass man halt allem wieder was Neues sieht, was Neues spürt im Körper und dass es einfach lässig ist, ein neues Gewand anzuhaben. Siehst du jetzt die 10. Veranstaltung in Folge für dich als ein besonderes Highlight oder als Premiere? Nein, viele haben zu mir gesagt, Günther, du kannst dieses Fest, das haben sie schon beim 2. oder beim 4. oder beim 7. gesagt, du kannst dieses Fest nicht toppen. Es ist jedes Fest anders und die 10. wird wieder komplett anders werden. Aber ich freue mich auch drauf, dass es total anders ist, weil alles, was ich schon mal gehabt habe, das war super, aber was schon mal war, interessiert in dieser kurzlebigen Zeit keinen mehr und darum muss ich auch wieder was Neues haben. Wir sind ja jetzt, wenn ich mir denke, wirklich professionell geworden, weil am Anfang haben wir das so just for fun gemacht und dann lernt man jedes Mal dazu. Man lernt jedes Mal dazu und so ist das auch bei uns gewesen. Und jetzt ist es so mit den Models, dass es dann kront sich, wie sagt man da, wechseln, abwechseln auf die Bühne und so. Wohl, ich habe schon viel dazu gelernt. Was ist für dich das Wichtigste an der Fashion und Fete und 10? Was muss passieren, dass du zufrieden bist? Na, zufrieden bin ich einfach nur, dass es unfallfrei hergeht und dass alle wieder glücklich nach Hause gehen und auch das eine oder andere Stück bei mir kaufen. Ich bin eigentlich immer zufrieden, mehr oder weniger. Ich meine, ich schimpfe schon, zwar ist es mein Hintergrund, aber auf der anderen Seite sind wir ja nicht in Mailand und die Models sind ja alles junge Leute und wir haben eigentlich Spaß. Eigentlich bin ich jedes Jahr zufrieden. Und ich sage immer zu den Models, so gut waren sie noch nie. Aber jedes Jahr sage ich das.